Yo Leute, einmal mehr, der sah. Und ich musste heute im Supermarkt schon sehr genau hinschauen, denn eigentlich habe ich das hier gesucht. Nach Hause gekommen bin ich allerdings nicht nur mit diesem Schätzchen hier für 16 Euro im Angebot, sondern auch noch damit. Und ich habe den noch nie gesehen im Supermarkt. Hätte man mich gefragt, hätte ich gesagt, ja, natürlich gibt es irgendwie einen Jack Daniels Rye Whisky. Aber dass es den bei uns im Real gibt, hat mich sehr überrascht. Und ich bin so unglaublich gespannt drauf, dass ich den gleich probieren muss. Obwohl ich deutlich teurere Whiskys noch in meinem Lager habe. Siehe mein Frankreich-Video. Und ja, Rye Whisky hatte ich einen schon mal, nämlich den Jim Beam Yellow Label. Der war wirklich würzig und einfach lecker. Das war aber in einer Preisklasse von 15 bis 18 Euro, meine ich mich zu erinnern. Und der hier kostet 24 Euro. Ich habe auch im Internet verglichen, also das scheint so der normale Preis zu sein. 23, 24, 25 Euro. Und ja, jetzt werde ich mal hier ein bisschen beschreiben, was ich sehe. Ich sehe auf jeden Fall schon mal die Farbe hier. Beim Jack Daniels Rye Whisky ist deutlich rötlicher. Das sieht man auf jeden Fall schon mal. Und das Etikett unterscheidet sich. Bei Jack Daniels haben wir so ein plastikartiges Etikett. Das sieht ein bisschen künstlich aus. Und hier haben wir tatsächlich ein Papieretikett beim Rye. Und was steht da drauf? Rye Grain. Hand-selected, imparting a full and spicy character. Also die Handselektion führt zu einem vollen und würzigen Charakter, wie man es von Rye gewohnt ist, von gutem zumindest. Mellowed for smoothness, drop by drop through sugar maple charcoal. Matured for character in our own handcrafted barrels. Also mal wieder durch diese Kohleschichten gefiltert und die Fässer machen die selber, aber das steht hier eigentlich auch drauf. Das ist jetzt nichts Besonderes. Nur steht beim Old Number 7 noch drauf Awarded und Tasted. Also der hier wurde nicht getastet oder was. Jack Daniels Tennessee Rye brings together two... Ja, okay, auf Deutsch. Na gut, na gut. Jack Daniels Tennessee Rockin' Whisky bringt zwei Klassiker zusammen. Den typischen Rye-Geschmack, der von unserem einzigartigen 70-prozentigen Roggenanteil herrührt. Und Jacks, also der Gründer von Jack Daniels, zu der damaligen Zeit altbewährten Holzkohle, Mellowing, Sanftmach-Methode. Jetzt können alle wieder in die Kommentare schreiben, ne? Was für eine tolle, klugscheißerische, bessere Übersetzung ihr habt. Was herauskommt, ist ein würziger Whisky, der sehr sanft ist. Jeden Tag, an dem wir es machen, machen wir es so gut wir können. Das ist ja so ein komischer Standardspruch. Naja, gut. Jetzt machen wir das mal auf hier. Horst Lüning würde jetzt sagen, oh, natürlich haben wir einen Schraubverschluss. Sonst muss man alle Korkwälder der Welt roden. Mir ist eigentlich auch nicht so wichtig, was das für ein Verschluss ist, sondern was in der Flasche drin ist. Ah! Also, das könnten die ruhig ein bisschen smoother machen, so wie ihr Whisky. Der ist ja auch smooth. Warum machen sie nicht die Plastikverpackung genauso smooth? Oh, das riecht auf jeden Fall mal anders, glaube ich. Aber erst im Glas riecht man das richtig, ne? In der Flasche riechen manchmal die Getränke ganz anders. Also es ist der gleiche fummelige Verschluss, ne? Wobei, ich glaube, die haben es beim Rye noch etwas fummeliger probiert. Damit man mehr Vorfreude hat. Auf diese Spiciness. Jack Daniels kenne ich natürlich. Der hat mich durch meine Jugend schon begleitet. Wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, bloß nicht den falschen Deckel auf die falsche Flasche. Sonst wird ja alles verfälscht. Und hier der Rye. Jetzt nicht die Gläser verwechseln. So, und hier haben wir jetzt den Old Number 7. Und hier den Jack Daniels Rye Whisky. So, ich werde jetzt einen Schluck vom normalen Jack Daniels nochmal nehmen. Obwohl ich ja eigentlich weiß, wie er schmeckt, aber
Fruchtig, vanillig, bitter, bisschen herb, süß, wie man ihn kennt. Übrigens, ich finde, bei Jack Daniels Old Number 7 geht es los mit den pur sehr gut trinkbaren Whiskys. Alles, was drunter ist, ist nicht so gut zum pur trinken. Aber bei Jack Daniels geht es langsam los. Der ist manchmal wirklich lecker, finde ich, wenn man den so trinkt. Aber ein Jim Beam geht schon nicht. Johnny Walker finde ich ganz schlimm. Red Label. So, und das riecht jetzt schon anders, ne? Ja, ich glaube, da schon was wieder zu erkennen von dem Jim Beam Rye Whisky. Den kann man gut pur trinken, finde ich. Ist auch so ungefähr die gleiche Preisklasse. Wird aber auch mittlerweile teurer geworden sein wie alles. Ja, ich finde, es riecht schon fast ein bisschen so, wie heißt dieses Holz, das so einen starken Geruch hat? Sandelholz? Ne, Zedernholz, so irgendwie. So ein würziges Holz. Und fast schon ein bisschen kräuterig, würde ich jetzt fast schon sagen. Ne? Aber man merkt schon, dass es von der gleichen Destillerie kommt. Oder von der gleichen Firma. Aus den gleichen Fässern. Das ist schon eine Gemeinsamkeit auf jeden Fall. Aber ich glaube, der ist nicht so massentauglich wie der Jack Daniels. Der ist eher so ein bisschen würzig, kräuterartig. Das riecht fast, als ob man so ein bisschen Kräuterextrakt reingemacht hätte. So wie beim Doppelherz. Ich finde, es riecht sogar ein bisschen nach Wacholder oder sowas. Also ganz leicht natürlich, ne? Oder nach Lakritz. Wobei der normale Jack Daniels Old Number 7 hat auch ein bisschen was Lakritzartiges. Merkt man vor allem beim Single Barrel, finde ich. Habe ich auch schon gemacht. So, jetzt probiere ich mal. Hm. 45% ist natürlich auch ein Wort. Ne? Hm. Boah, also der ist wirklich vollmundig. Der würzt richtig den Gaumen. Da ist mehr drin, irgendwie, also mehr Geschmack als im normalen Jack Daniels. Ist dann auch eher zum langsam trinken. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man da Shots trinken sollte, finde ich jetzt. Schon eher was zum Genießen. Ne? Und aber voll die Geschmacksbombe. Man merkt viel Holz. Auch so Eiche, vielleicht ist er ein bisschen länger gelagert. Weiß ich nicht. Man merkt natürlich ein bisschen mehr Alkohol. Er ist halt ein bisschen stärker. Ihr könnt ja ein bisschen Wasser dazu machen, wenn ihr das wollt. Ich selber, also das stört meinen Whisky-Genuss, wenn ich da Wasser dazu mache. Ich habe einfach schon keinen Bock, das zu machen irgendwie. Das verdirbt irgendwie den Whisky-Stil, ich weiß auch nicht. Für mich hat Whisky halt immer noch so diesen Flair von den alten Filmen oder auch von guten Filmen, wo die Amis an der Bar sitzen, ne, und was trinken. Da macht man doch kein Wasser dazu. Ich weiß nicht, das ist komisch. Verdirbt irgendwie das, was Whisky ausmacht. Das ist so, als würde ich die Frühlingsrolle beim Chinesen mit Maggi würzen oder sowas. Keine Ahnung. Damit es mehr Geschmack hat oder was. Naja, also wirklich sehr gut. So diese fruchtigen, vanilligen Töne sind ein bisschen schwächer, dafür mehr kräuteriges, würziges Holz. Ich weiß nicht, was da jetzt genau vom Roggen kommt und was vom Holz. Ich werde aber noch einen Roggen-Wodka bald mal probieren. Und hier oder hier findet ihr weitere Videos von mir. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal, wenn der Sa mal wieder Spirituosen probiert. Ciao, Leute. Yo, Leute. Einmal mehr der... Ah, sag mal, was ist denn das? Yo, Leute, einmal mehr, der sah...